gibt halt für die Nacht gibt es die Mushrooms, die sozusagen nachtaktiv sind. Es gibt Wasserpflanzen wie Tangle Kelp oder Lilypads, Sea Shrooms, sowas alles. Oder welche, die speziell für das Dach sind, da man da eine Schräge hat. Zum Beispiel diese Katapulte hier. Und man hat natürlich auch noch Upgrades dafür. Ja. So, und so viel zu dem Grundspielprinzip. Jetzt gehen wir mal weiter zu den Minigames. Hier haben wir zum Beispiel das Minigame. Was haben wir denn? Wir haben zum Beispiel Beghoult. So, und jetzt ist das Minigame ganz einfach. Wir haben hier unsere Pflanzen und müssen jetzt drei in einer Reihe machen. So. Man fragt sich jetzt halt nur, dass man das halt möglichst schnell hinkriegt und wie man es möglichst schnell hinkriegt. Und ja. Man hat natürlich diese ganzen Linien, die dann noch auf die Zombies, die ankommen, schießen. Weil man ja trotzdem noch gegen die Zombies kämpfen müsste. Und es ist dann halt auch wieder so ein Minigame, was mal was anderes ist, anstatt die ganze Zeit nur das eine und das andere zu machen. Und ja. Dabei kommt es natürlich auf die Technik, die Technik, die Technik an. Und ja, es ist halt ein Multispiel, wo man auch seinen Spaß dran haben kann. Je nachdem, wie gern man so ein Spiel spielen will, kann man mehrere Stunden mit Spaß haben, wenn nicht sogar über 20 Stunden oder so. Was für so ein Minigame eigentlich schon sehr viel ist. Ja, und können natürlich auch unsere Dinger hier upgraden. Jetzt fragt sich nur, wo kann ich was ändern? Wenn man etwas weiter... Ah, da kriegt man was angezeigt. Und jetzt geht's sofort weiter. Und es kommt eine riesige Zombie-Wave. Und man sieht wirklich, dass die ganzen Viecher hier wild anfangen zu schießen. Okay, jetzt frage ich mich schon wieder. Ah, da. So. Ich finde das voll komisch. Wahrscheinlich denkt ihr, ja, sieht er das denn nicht, dass man da und da schieben muss? Ja, nur das Problem ist, der eine sieht das, der andere sieht das. Ja. Und es ist auch so, dass diese Minigames immer variieren. Man hat ganz viele und es macht auch Spaß. Also es gibt jetzt nicht so, du hast eben fünf Minigames und dann ist es das auch schon, sondern du hast wirklich eine Menge. Genauso die Puzzles, die ich euch auch gleich zeigen werde. Und bald haben wir das ja auch schon geschafft. Also, ich bin gerade ganz gut dabei und dauert halt nicht mehr so lange, bis wir dieses Level geschafft haben. Und die nächste Zombie-Wave kommt an. Okay, ach, da oben, genau. So, 5 Matches to go, ja. 3 brauchen wir jetzt noch. 2. 1. Und da haben wir ihn. Und wir haben das Level gewonnen. Ja. So. Und man hat hier, wie ihr schon sehen könnt, recht viele. Puzzle gibt es natürlich auch, zum Beispiel Vasebreaker. Das Prinzip ist ganz einfach. Man hat hier eine bestimmte Anzahl an Vasen und da drin verstecken sich entweder Zombies oder eure Pflanzen. Und jetzt heißt es halt herausfinden, was, wie, wo, wann, wohin gehört.
Sonst kann man natürlich auch diese ganzen Dinger hier noch benutzen. Da machen wir gleich mal alles auf. Und dann haben wir das Level auch schon. Können wir mal eben so machen. Hier oben wird die Eisblume mal eben das Teil. Und haben wir auch schon das Level geschafft. Das war jetzt ein sehr einfaches, das war das erste von diesen Puzzles. Nur ich will euch auch noch eine andere Art von Puzzle zeigen, nämlich zum Beispiel das. Hier könnt ihr sogar in die Rolle des Zombies schlüpfen. Soll heißen, jetzt fresst ihr euch selber mal dadurch. Sammelt Sonne. Und hier ist wieder ein wenig Taktik gefragt. So. Und meine Zombie-Kumpanen mampfen sich ihren Weg durch die gegnerischen Pflanzen. Mal ein anderer Ausdruck in einem Game. Und meine Fresse, ne. In zwei Linien bin ich jetzt schon durch und ich setze einfach mal ein paar Zombies mehr, nur so aus Jux, da man ja sowieso schon eigentlich gewonnen hat. Setze ich noch ein paar. Oh, ich habe gar keine Sonne mehr. Meine Güte. Scheiß Treibhauseffekt, wa? Naja. So, und das wäre jetzt auch zum Beispiel ein anderes Beispiel für den Puzzle-Modus und dann gibt es sozusagen den Survival-Modus, wo man Survivals überstehen muss, also man muss die ganze Zeit seine 5 Linien halten, permanent. Und ja, dann gibt es noch als letztes den sogenannten Zen-Garden, da kann man seine eigenen Pflanzen züchten und kriegt dafür Geld, die man dann, also das man dann im Shop ausgeben kann für bestimmte Upgrades oder auch neue Pflanzen. Und ja, hier kann man zum Beispiel auch düngen, man kann Käferspray drauf machen, die mit Musik zudröhnen. Pilzgarten gibt es, Unterwassergarten gibt es, den Tree of Wisdom gibt es. Und es gibt natürlich auch einen Shop, wo man sich Upgrades zum Beispiel auch kaufen kann. Ja. Gut. Und soweit wär's das auch schon für Plants vs. Zombies. Als kleines Resümee lasse ich mal so gelten. Das Spiel ist wirklich lustig. Ich habe zwar nicht so viel gelacht jetzt gerade, aber glaub mir, das Spiel ist wirklich gut. Es macht Spaß. Es ist eigentlich ein Spiel für jedermanns. Und es hat einfach einen einzigartigen Effekt, weil es gibt nicht viele solche geilen Spiele. Und wirklich, es lohnt sich da mal drüber zu gucken. Und ja, wie gesagt, noch als letzten Punkt. Wenn ihr Hilfe habt wegen meinem Problem mit dem Windows Output, dass man den irgendwie aufnehmen kann bei Windows XP, schreibt mir eine Nachricht oder so. Ich hoffe, dass es irgendwie möglich ist, dass ich es hinkriege, dass ich auch demnächst die Videos noch verbessern kann. Und ja, das wär's dann von mir und bis zum nächsten Mal. Ciao.